Genau, mal ein Vortrag über Präsentationen in Form einer Präsentation, weil ich glaube, vom einen oder anderen auch schon dafür bekannt bin, häufiger mal irgendwie Dinge mit LaTeX zu machen und mittlerweile das jetzt quasi die Werbeveranstaltung wird für, ey, wir haben ein Stratum 0 LaTeX Beamer Template, das kann man benutzen und da kann man Dinge mitmachen. Habe ich mal eine Kurzzusammenfassung gemacht, was man so alles mit LaTeX machen kann und dass man da überhaupt kein Office für braucht und dass das am Ende, wenn man sich ein bisschen was drauf einbildet, sogar viel besser aussieht. Und naja, die Standarddinge, die man irgendwie so machen kann mit so einer Präsentation, ist halt irgendwelche Stichpunkte, Dinge aufzählen, nacheinander einblenden. Stück für Stück wird das irgendwie mehr, das sieht alles noch leer aus, zweispaltig irgendwie ein Bild mit einbinden. Und damit kriegt man so halbwegs ein hübsches Gesamtbild für eine Präsentation hin. Wenn man kein Bild hat, das man einsetzen kann und Dinge aufzählen will, dann kann man das auch irgendwie, ja, in die Mitte setzen. Schrittweise auch wieder einblenden, sogar mit so einer gewissen Durchsicht, Weitsicht. Und alles die typischen Funktionen, die man irgendwie von jeder Präsentation auch irgendwie erwarten würde, was halt so gehen sollte. Wenn man mit LaTeX arbeitet, dann müssen wir natürlich auch mit LaTeX gehen Formeln. Die kann man dann relativ hübsch aussehen lassen. Das erste Bild ist übrigens wirklich mit Tech erstellt. Das habe ich zwar nicht jetzt in meinem Tech reingemacht, aber es gibt ein Tech-Paket für Comic Sans, damit man dann auch Formeln in Comic Sans setzen kann. So am Rande. Die Möglichkeiten sind natürlich da quasi schier unendlich. Das ist dann jetzt irgendwie eine Auswahl an irgendwelchen Formeln und Dingen, die man mit Klammern anstellen kann, dass die alle schon drum passen und alles ordentlich aussieht, sage ich ja als Beispiel irgendwie erwähnt. Wenn man dann anfängt, die Sachen ein bisschen weiterzutreiben, dann will man irgendwann Bilder haben und Skizzen und irgendwelchen Dingen. Und das funktioniert halt auch. Das Ganze hier sind jetzt alles Sachen, die sind alle komplett in Tech beschrieben. Hier sind keine Sachen drin, die irgendwie extern generiert wurden. Das ist ja eine quasi frei skalierbare Vektorgrafik in Tech beschrieben. Das heißt, man kann das auch nachträglich nochmal ein bisschen anfassen, ohne dass die Größe der Schrift sich verändert oder dass die Größe der Schrift sich verändert, wie man das halt beliebig haben möchte. Ebenso leicht, wie simpel funktionieren, ist dann halt Datenstrukturen irgendwie abzubilden. Das ist eine Schreibweise, da fängt man wirklich an, sagt hier, ich bin Elternelement, ich habe zwei Kinder, dem Kinderelement kann man wieder zwei Kinder zuordnen. Da kann man sich beliebig austoben in den verschiedensten Formen von Dingen, die da irgendwie draus werden können. In der anderen Richtung, wenn wir jetzt Präsentationen machen, dann wollen wir natürlich Graphen zeigen. Das funktioniert auch. Die beiden hier sind jetzt zwar aus Daten, die direkt eingetragen wurden, von Hand in der Tabelle erzeugt worden. Es ist aber genauso möglich, Daten irgendwie aus einer externen Datei nachzuladen. Das ist jetzt aus einer CSV-Datei. Die Überschriften sind nochmal neu definiert. Man kann automatisch irgendwie negative Zahlen markieren lassen, wenn man das gewünscht ist, irgendwie gültige Stellen, Datumsformate. Die Möglichkeiten gehen dann natürlich bis ins Unendliche. Und hier haben wir dann nochmal die andere Variante, wenn man Dinge zeigt, so die kleinen, feinen Unterschiede, auf die man irgendwie hinweisen möchte, das kann man eben dann auch alles machen. Und wenn man dann ganz abgehoben wird, dann kann man halt auch irgendwie dreidimensionale Plots machen. Das ist in dem Fall ein Beispielfall für eben die Fähigkeiten, die verschiedenen Varianten der Renderformen, die das Ding kann, für dreidimensionale Plots. Das ist alles irgendwie so im Rahmen ursprünglich entstanden, wo einer eine Doktorarbeit gemacht hat und sich dann entschieden hat, man kann nicht richtig zeichnen in Tech, das ändere ich jetzt mal. Der hat darüber aber nicht seine Doktorarbeit geschrieben. Prokrastination hoch drei. Sobald man irgendwie in Elektrotechnik geht, kommt das hin und wieder vor, dass man irgendwie Übungen von irgendwelchen Aufgaben oder sowas hat. Das funktioniert genauso. Man kann sogar seine Hausaufgaben irgendwie dann komplett so Schaltpläne abdecken. Das ist für die ganz Wahnsinnigen, Wahnwitzigen, weil das ist so, das ist ganz schön aufwendig. Auch wenn man nur einzelne Kanten irgendwie beschreibt, man merkt da den Unterschied zwischen irgendwie einem CAD-Programm und der Textbeschreibungssprache für Graphen. Aber dafür kann man hier auch ganz einfach irgendwie eine globale Variable umstellen. Dann hat man das gleiche gleich noch im englischen Design mit den zackigen Widerständen und so. In die gleiche Richtung gibt es das natürlich auch nochmal für Timing-Diagramme, dass man dann einfach direkt beschreibt,
ja, wann, wo ein Takt drauf und runter geht, um sich da, ja, beliebig auszudrücken. Man merkt halt, meine Ausrichtung ist ein bisschen elektrotechnisch. Das soll einfach mal so den groben Überblick geben, was alles gehen kann. Bei all den Dingen muss man sich ungefähr vorstellen, da ist noch mindestens 100 Mal mehr dahinter und dann kann man da nochmal wahrscheinlich 100 Mal weiter und dann hat man noch ein bisschen bis zur Grenze. Das ist unglaublich, weil viele Sachen lassen sich halt auch miteinander kombinieren und da werden die Sachen halt unglaublich viel größer. In dem Moment, wo wir jetzt zurückkommen auf das Ding, was, wenn man jetzt selber mal irgendwie sowas machen möchte, vielleicht hier irgendwie im Space-Bezug oder Freifunk, da gibt's jetzt eben das Folien-Template, mit dem hier auch die Folien gemacht sind. Dafür braucht man entsprechend nur einfach die normale LaTeX-Installation, ob über seine Paketverwaltung seiner Wahl unter Linux oder die entsprechenden anderen LaTeX-Pakete, die für die anderen Plattformen bereitstehen. Dann gibt's eben auf GitHub bei uns vom Space das Strato 0 Beamer Template. Und wenn man das installiert hat, dann kann man unter anderem einfach mit dem MTTech-File quasi anfangen und darauf da seinen Inhalt reinpassen. Die Frage, wie tue ich da den Inhalt rein? Dann auch nochmal grob erwähnt, es gibt zig verschiedene Programme, eben die TechWorks, TechShop, das ist so mein Lieblingsprogramm, das sind zwei Fenster nebeneinander. Im einen editiert man den Tech-Code und kriegt dann im anderen eben entsprechend die PDF angezeigt. TechMaker hat auch so ein Dual-View. Bei Technic Center bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, dass es das ist so ein Windows-Only. Und dann gibt's den einen oder anderen Verfechter, die sagen, man soll lieber Emacs oder Vim benutzen, um Tech zu bearbeiten. Das kann dann halt entsprechend auch jeder halten, wie ihm das beliebt. Die Möglichkeiten sind da. Wir bearbeiten am Ende nur Textdateien. Ob man da eine Hilfe für haben möchte oder nicht, ist da offen. Und wenn wir dann irgendwie eine Präsentation haben, so wie hier jetzt, und die eben zeigen möchten, dann kommen wir so zu einem Punkt, da fällt ja eine PDF raus. LaTeX, das sind immer PDFs. PDFs sind doof zum Präsentieren. Da benutze ich lieber mein Office. Das hat irgendwie, da drücke ich F5, da sehe ich bei mir meine Vorschau, meine Folienvoransicht. Und die anderen sehen nur die normale Folien und ich kann da irgendwie, navigieren oder Notizen anschauen. Das funktioniert alles auch für PDFs. Das sind immer drei Auswahlen eben von verschiedenen Tools, die entsprechend genau das möglich machen. Ich benutze gerade selber das Presentation Pi, um das bei mir anzuzeigen. Das kann dann unter anderem halt die PDF-Kommentare, das unterstützt irgendwie einen eigenen Browser. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie auf so einen Link klicke und das Richtige drücke, das ist ein super Fuffel. Moment, da. Dann kann man auch im Zweifelsfall auf der Präsentationsfläche irgendwie im Internet surfen und noch irgendwelche Dinge woanders zeigen. So, müssen wir wieder zurück. Ich weiß, woran es liegt. Der Key Focus war auf dem falschen Fenster. Im Browser hilft das nicht viel mit der Eingabe. Genau. Und ja, das ist im Grunde auch schon der grobe Überblick über das Ganze, was man alles Tolles machen kann, was alles geht, und so als grobe Hilfe in dem Moment, wo man dann irgendwie an die Grenzen kommt, mal auch eine Kurzzusammenfassung an Programmen oder Webseiten, die mir üblicherweise irgendwie weiterhelfen. Oder wenn man einen Fehlercode eingoogelt, dann landet man meistens bei den ersten dreien. Und die anderen beiden sind immer super, um sie mal gelesen zu haben. Die sind sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, das PGF-Manual, das hat irgendwas um die... Ich will mich nicht darauf ein, das sind 500 oder 800 Seiten. Das ist ein ziemlicher Brecher. Aber... ja. Die sind auch mit Tech gemacht. Das ist ausschließlich in Text beschrieben. Wir können ja noch mal einmal zum Überblick. Ich gebe nachher die Sourcen. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die Sourcen will ich. Diesmal gibt's zu dem Vortrag nicht nur die PDF, sondern auch das Tech-File und alle dazugehörigen Dateien, damit man im Zweifelsfall sich so ein Beispiel selber auch mal raussuchen kann. Ich kann das eben mal aufmachen. Das dauert einen kurzen.
Seite. Ja, also das ist ein extra Timing-Diagramm. Ja. In dem Fall... Ja, das ist das ganze Timing-Diagramm. Da sind dann halt entsprechend 6 Takte Low, 18 Takte High, 3 Low und so angegeben. Die Schaltung ist dieses kleine Teil hier oben drüber. Das ist dann auch natürlich die entsprechende... Das ist durchaus dann der entsprechende Wahnsinnfaktor, der da mit drin sitzt. Genau, es ist dann das Gesamtbild, was ich habe. Und wenn man die Zeit dafür hat, bietet sich das an. In dem Fall war ich auch so frei und habe das entsprechend von einer anderen Stelle einfach nur frei übernommen. Oh. Das wird noch genau für die der das ist das Flugzeug, die ganze Folie. Also, ja. Gut. Das ist dann die entsprechende Magie. Genau. Das ist effektiv einfach nur die Surface-Beschreibung. Hand tippt sich schlecht.